Ich bin Luis, 23 Jahre alt und komme gebürtig aus Rheinland-Pfalz am Mittelrheintal. Marie, ich bin auch 23 Jahre. Ich komme vom Hof Wöste in Lüdenscheid und ja, da sind wir auch gerade. Wir haben ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen studiert. Dort haben wir angefangen, weil wir nachhaltige Landwirtschaft erlernen wollten. Dort haben wir aber leider gelernt, dass auch die ökologische Landwirtschaft mit vielen Problemen kämpft, wie zum Beispiel Bodenerosion. Und daher haben wir uns dann in studentischen Eigeninitiativen weiter in Richtung aufbauende Landwirtschaft gebildet. Da geht es darum, dass man durch die Integration von Bäumen und Sträuchern in die Landschaft zum einen Menschen ernährt, aber auch gleichzeitig den Naturschutz betreiben kann. Und das ist ein System, was wir hier am Hof auch weiterentwickeln und etablieren wollen. Ja, und unser Augenmerk liegt vor allem auf dem Bodenaufbau. Das möchten wir auch in unserer Gemüsegärtnerei, die nächstes Jahr starten, realisieren. Das schaffen wir durch wenig Bodenbearbeitung und durch viel Gründüngung und Mulch. Wir haben uns für meinen elterlichen Betrieb hier in Südwestfalen entschieden, weil wir hier nicht nur das Land haben, sondern auch sehr interessierte und offene Menschen gefunden haben, die uns bei dem Aufbau der solidarischen Landwirtschaft unterstützen können. Drei Hashtags, die zu mir passen. Hashtag ökologisch, zielorientiert, Hintern hoch. Die Hashtags, die zu mir passen, sind Frauenpower in der Landwirtschaft, Visionärin und Kräuterhexe.